Also die Frage ist, ob wir jetzt warten und schauen, ob die ihn noch retten können oder nicht, weil sonst ist es entweder versuchter oder ein richtiger Mord. Ja. Gott, was ein Abend, ey. Also, ich würde Ihnen ja ein Getränk anbieten, Alter, aber. Ja, den hole ich mir jetzt da im Büro. Ha? Habe ich zwei Flaschen Whisky. Patterson, Die wer gehen war heute das, auf Alter? Ex. Ja, naja, sie waren's. Nee, ich meine, wer das war? Wer das war? Ja. Ein verschissener Russe, der mich überhaupt einen Scheiß interessiert. Ach so. Er hat mich einen Scheiß interessiert. Also, wenn er für mich interessant wäre, dann hätte ich ihn hier mit einem Team rausgeholt und nicht bei Ihnen gelassen. Aber Sie scheinen ja nicht so weit zu denken und krallen ihn hier im Krankenhaus ab. Naja, wissen Sie haben Sie, einfach irgendeinen Vollidioten erschossen, mit dem wir nichts am Hut haben. Patterson, bleiben Sie mal ruhig, Alter. Ich verstehe das schon. Ist ja okay. Ich trage die vollen Konsequenzen meines Handels. Ich glaube, das kennen Sie nicht, weil Sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Straßenwichsern unterwegs sind, die sich rausreden wollen. So einer bin ich aber nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen alkoholisiert und ich habe vielleicht so ein paar merkwürdige Prinzipien, von denen Sie nichts verstehen. Ganz okay. Aber wenn ich jemanden vor mir habe, dessen letzte Worte sind: Ich gebe einen Lassen Sie mich scheiß Fick raten. auf dich. Ich sag dir nicht, Uhu wer und ich so. bin. Nein, nein, das Ah, auch, okay. das auch. Ah, Ja? Und wenn ich den vor mir habe und ich sage, hä, was machst du jetzt hier für so einen dicken Affen so? Ich bin hier, um zu reden und zu erfahren, was dein scheiß Problem ist. Und er sagt, jo, alles klar, Namen zusammen. bring Treffe es ich bitte mal. zu Oh, Ende. Herr Fein, hallo. Bring es bitte zu Ende, dann bringe ich es zu Ende. Ich muss mich nicht an irgendwelche Sachen halten, die in irgendwelchen Büchern stehen. Ich Im muss nur dafür scheiß sorgen. Krankenhaus. Hey, ich hätte auch gerne gewartet. Aber manchmal geht es so ein bisschen mit mir durch. Dass ich ein bisschen impulsiv bin, sollten Sie ja mittlerweile wissen. Und dass ich mich bei den Medizinern entschuldigen muss, steht außer Frage. Okay, nehmt ihn mit, bringt ihn ins Revier, ich rufe den Staatsanwalt und dann Ja. werden wir es klären. Alright. Ja, Alles Mr. klar. Deasy, dann gehen wir mal los. Mal mit nach vorne. Wir haben immer noch keinen Streifenwagen da, oder? Doch. Links Ah, nee, hier. wir haben die abgeschleppt. Ja, sehr gut. Also mit allem haben Sie recht, Mr. Deasy. Ah, Was erstmal meinen mal Sie? was ran. Dass die Leute nicht oft zu ihren Taten stehen. Ja, das sind alles immer feige Wichser. Konsequenzlose kleine Mistkerle. Da haben Sie recht. Bei mir ist Dann alles lassen Sie gut. ihn selbst sagen, Aber was vielleicht habe ich passiert? ihn gerade umgelegt. Wen hast du umgelegt? Naja, den Typen. Oh, klar. Würde Jo. man so machen. Ganz normaler Typ. So. Streife, nehmen Sie den Commander mit. Wir werden sein Auto nehmen. Oder nee, wir Ja. nehmen Ihr Auto und der Commander nimmt Sie mit. Wo ist der Kommando? Der ist noch drinnen. Wo soll ich hin? Ins Weiße. Eure Blechkiste, wa? So, dann mache ich mal die Tür auf. Dankeschön. Ach, Sie nehmen Sie jetzt einfach unseren Streifenwagen? Ich Ja, Sie glaube, fahren es beim anderen mit, wa? Ich fasse ihn jetzt ganz ehrlich, verfluchte Scheiße. Ich schwör's Ihnen. Gehen Sie jetzt darin Demnach. zum Wisshemd oder was? Ich schwör's Ihnen, ich kriege Sie Ja. den Arsch auf. Gut, ich. Mann, ich bin. Dem Arsch, unser Auto wird abgesteppt. Machen Sie das oder das wiederholen? Ich bin ja drinnen. Ja, los jetzt. Ja, wunderbar. Mein Gott. Praktikanten, wa? Ja, richtig. ja. Muss ich mal mit denen. Ein Fluch und ein Segen aber auch. Tun Sie mir mal einen Gefallen und machen Sie mal die Türen richtig zu. Ich habe das Gefühl, das zieht da durch. Ja. Ja, Wir diese sind halt Fahrzeuge diese fallen oft gegen die Blechfamilie. Wand. Deswegen. Deshalb nennen wir das Blechdienst. Richtig, da fällt alles auseinander, wa? Ach du Scheiße. Damit müssen Sie täglich umgehen? Ja. Natürlich, was denken Sie denn, oder was? Wenn Sie, wir kriegen hier irgendwelche Gelder, oder was? Naja. Ja, nichts kriegen wir hier. Wir verhungern am langen Arm. Also wenn es um Kontostände geht, dann können Sie mir tatsächlich erzählen, dass Sie arme Schweine sind, Alter. Das weiß ich aus erster Hand. Ja, okay, das ist die absolute Realität, ich sag's Ihnen. Mr. DC, wann kümmern Sie sich um die Rough Rider? Also ich weiß. Wir sind hier unter uns. Können Sie mal zum Tier drin bumsen, sag ich Ihnen ganz ehrlich. Machen Sie noch mal eine Runde Kreis. Was ist denn jetzt mit Ihnen, Alter? Ich habe gerade im Krankenhaus jemanden erschossen. Das ist Ja. das, was Patterson meinte gerade. Hier können Sie mal kurz Weiß. bei den Raffreiers rauslassen, da können Sie da aber auch nochmal Ja, richtig. aufräumen. Ja, Brauchen wir genau. das Konto voll, damit sich so ein Fahren Null Sie für noch Sie mal richtet. kurz. Bleiben Sie Fahren Sie doch noch mal kurz eine ruhig Runde jetzt hier, Kreis. was ist mit Ihnen? Hallo? Alter Schwede! Ja, die gehen uns auf die Eier, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und wenn die mir nochmal eine Knarre an den Kopf halten, da werde ich, glaube ich,
ähnliche Züge annehmen. Ja, dann sollten sie es vielleicht mal durchziehen und nicht immer nur sagen, dass sie es durchziehen. Ey, ich hab mich jetzt erstmal dazu gebracht, dass ich sowas überhaupt sag, ja? Ja, das ist also der erste Schritt. Ich weiß zwar nicht wohin, aber es ist der erste Schritt. Fahren wir jetzt hier im Kreis oder was? Ja, richtig. Ja, wir unterhalten uns noch kurz. Ah, richtig. Ein bisschen Spritverfahren, wa? Ach, scheiße, die Späße, ne? Richtig. Alles der Steuerzahler, Mann. Gut, dass ich so viel Bargeld ausgebe. Ich fahr doch jetzt nicht um die Dinge, sondern sag doch mal irgendwo anders hin. Wir fahren jetzt drin in den Laden, wa? Ja. Mr. DC, wir reden nochmal darüber. Das mit den Rough Ridern, da springt er ja was ab. Ah, so, wollen Sie? Ach so. Ja, ich bin offen, Mann. Ja, ich bin offen. Wobei, ja. So, dann kommen wir mal mit raus. Wunderbar. Ja, Gag, sagst du den VIP-Dealer, die sollen sich mal bloß da verpissen, weil sonst... Ach, die lässt uns Maul halten, wirklich. Ich brauch Anti-Aggressionstraining. Ja. Also, mir ist die Tür nicht zugesperrt. Treuer, wir sperren diese Tür nicht zu, wenn die Leitstelle besetzt ist. Ja, dann sagen Sie das mal den Kollegen, ne? Ich glaube, Mr. DC ist ja in freier Wahl. 1, 2, 3 oder 4? Ich nehme 1. Okay. 1 ist hier links. Ja, ja. Dürfte offen sein, ja. Alright. Machen Sie mir noch die Handschellen ab? Ja, ich bin dabei. Ich habe ihn abgenommen und durchsucht. Mhm. Ja, ich, ne? So, und Sie genau, hatten ja vorhin... Genau, Waffe hat der Kollege. Ich gebe Ihnen mal was zur Beruhigung. Extra eben aus dem Auto mitgenommen für Sie. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Können Sie den Chef von MD, vom MD mal herholen? Ja, was ich machen kann. Ja. Drehen Sie sich mal um. Okay, geht. Ich denke, das können Sie gebrauchen. Das ist der Scheiß, den Sie von dem Wichser haben. Ah. Ja, genau. Wir bekommen auch noch was Kommen Gutes. Sie raus, Reuer? Ja. Alles klar. Ich guck mal, ob ich den erreiche. Dankeschön. Fuck, Mann. Apartment 1. Oh, das ging ja schnell. Ja. Was musste ich denn da jetzt Komisches hören? Was meinen Sie? Naja, mir wurde was erzählt von wegen, Sie hätten einige Schüsse auf eine Person abgefeuert. Okay, wir wollen es schnell machen. Ne? Naja. Wir haben so einen Typen getroffen. Komischer Kerl. Hat sich relativ großmäulig verhalten in unserer Gegenwart. Sind halt, Sie kennen ja unseren Club, ja, wir sind relativ direkt. Ja. Und haben ihn halt eine gepfeffert. Ja. Das war in erster Linie auch normal. Mhm. Und wir dachten, okay, damit ist es erledigt, aber er hat nicht aufgehört, sich aufzuspielen und hat uns schon beim Abtransport klargemacht, dass er wohl nicht so viel von uns hält, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Also habe ich meine Position genutzt, um mit ihm zu sprechen. Mhm. Im Krankenhaus. Okay. Dieses Gespräch ist leider eskaliert. Und okay, aber eben, wenn sie eskalieren, habe ich das bisher immer nur gesehen, dass die Fäuste geflogen sind. Absolut, absolut. Ich weiß, in diesem Fall hat er aber explizit den Wunsch geäußert, zu sterben. Und ich hatte kein Messer dabei, um ihm die Brust aufzuschneiden, sein Herz rauszureißen und es in meiner Hand pochen zu sehen. Also habe ich das nächstbeste genommen. Und ich hoffe, der Wichser ist kapiert. Hm. Tut mir leid. Das war's. Oh. Ja. Okay. Das ist die Realität, ja. Das, ja, das ist die Wahrheit. Ja, es ist, ja. Für die Konsequenzen stehe ich ein. Zu 100%. Mhm.
Und ich möchte zu Protokoll geben, wenn sie das aufschreiben oder irgendwie vermerken, ja? Ja. Dass ich den Medizinern eine Entschuldigung fällig bin. Weil ich habe denen versprochen, dass ich das da drinnen nicht mache. Okay. Das war's. Na gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Vielen Dank. Kein Problem. Ich ruf mal Herrn Feiner. Klingeln? Nee, weil als ich ihn dann gefragt habe. Also die Jungs, bleiben mal oben, oder? Falls die auftauchen. Haben auch absolut keinen Respekt, wa? Ja. Bleiben Sie mal oben, Kadett, mit Ihrem Partner. Wegen unserem angekündigten Besuch machen Sie mal die Türen zu. Ja. Gut, super. So, schönen Abend dann noch. Ja, yeah. Habt ihr den erreicht? Ja, ich denke, der kommt. Okay. Also mal, Mr. DC. Ja? Wir melden uns dann die Tage mal. Ja, ja. Bis dann. Bis dann. Na ja, kommen Sie. Trinken Sie jetzt schon wieder. Was zu essen, was zu trinken oder irgendwie irgendwas? Warten Sie mal kurz. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Burger in meiner Tasche. Herr Chase? Ich habe, glaube ich, noch einen Burger in der Tasche. Warten Sie kurz. Oh. Ah ja. Nee, passt schon. Passt schon. Ja, nicht, dass wir uns hier irgendwie verhungern oder so. Ansonsten medizinisch brauchen Sie auch nichts, oder? Sie wurden nicht irgendwie verletzt oder so. Nein. Okay, gut. Ja, dann müssen Sie sich jetzt leider noch mal ein bisschen gedulden, bis der Commander mit dem Herrn Burnham gesprochen hat und dann geht's gleich weiter. Ja. Yeah. Genau, alles klar. Hey, pst. Wo sind die Medics gerade hin? Ja, die stehen jetzt auch da hinten. Ich weiß nicht, was sie da so lange machen, ehrlich gesagt. Fragen Sie vielleicht nochmal, ob die kurz vorbeikommen. Kann ich mal kurz machen, warte mal. DC, alles gut? Ja. Yeah. Du brauchst einen Arzt? Ich will mit den Medizinern sprechen. Ah. Sprechen? Ja. Biologische Behandlung mäßig, oder? Nein, ich muss mit den beiden Medizinern da sprechen. Ich habe gerade in dem scheiß MD jemanden getötet. Ach, dann muss ich mich doch zumindest bei den Medizinern entschuldigen, die da drin arbeiten. Einen Moment. Ich glaube, die haben sie gerade nicht so glücklich angehört. Nachvollziehbar. Mal schauen. Ich glaube, die haben nicht so Bock, mit ihnen zu sprechen. Also so hat das gerade auf mich gewirkt. Alles gut, alles gut. Ja. Mal schauen. Ich hoffe, die haben es dann trotzdem gleich schnell, weil... Ah. Hey. Wo ist denn der General? Der ist fuchsteufelswild. Verstehe ich. Was ich auch durchaus verstehen kann. Das ist normalerweise nicht mein Ding, ja. Mhm. Einfach weil ich nicht so eine Person bin. Mhm. Und ich meine nicht das, was da drinnen passiert ist, sondern das, was jetzt passiert. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, ihm irgendwas anzutun. Aber ich bin ein sehr impulsiver Wichser. Und wenn jemand nach so viel Dialog nicht in der Lage ist, darauf verzichtend zu sagen, dass ihm alles egal ist und ich ihn ja erledigen kann, da ist es halt mehr oder weniger mit mir durchgegangen. Da
Das ist aber vollkommen nachvollziehbar, dass ihr die Konsequenzen zieht, die ihr ziehen müsst. Ich will mich nur entschuldigen, weil das ist halt, ich habe es halt versprochen, dass ich es nicht mache. Ne? Also das war's schon. Es. Aber ist okay. Du kannst das gerne dem General ausrichten. Ja. Das ist alles. Ich hätte ihm das auch persönlich gesagt. Vielleicht bekomme ich ihn dazu, dass er auch nochmal hier hinkommt. Aber vielleicht ist es besser, wenn er es nicht tut. Ja. Aber. Ich verstehe schon. Ich wollte es noch einmal loswerden. Ja, das ist sehr nett. Aber dennoch finde ich, bin ich auch wirklich erschrocken, dass sowas bei uns im Department passiert. General. Das, was ich jetzt sage, sage ich, habe ich Ihrer Kollegin gesagt und ich werde es jetzt auch Ihnen sagen. Ich bin nicht gut in sowas. Aber ich respektiere Ihre Arbeit. Das Gefühl habe ich gerade irgendwie nicht. Doch. Und deswegen will ich mich bei Ihnen entschuldigen. Für das, was ich da getan habe. Denn wenn ich das nicht getan hätte, hätten Sie von mir nicht den Eindruck, als würde ich Ihre Arbeit nicht respektieren. Und ich verstehe die Konsequenzen. Wenn das bedeutet, dass Sie mich nicht behandeln, dann hoffe ich, dass Sie meine Leute damit rausziehen und das auf mich beschränken. Das ist eine nachvollziehbare Konsequenz. Das tut mir leid. Sie oder Ihre Leute hier noch vor dem Police Department angeben, da mit Ihren Kontakten reingekommen zu sein. Nee, ich glaube das nicht. Und wenn nicht, dann wissen die es nicht besser. Das ist, was mir gerade der Staatsanwalt gesagt hat. Naja. Junge Leute, hm? Aber das meine ich ernst, hm? Ja, ich dachte, auf Ihr Wort kann man sich verlassen. Das war, was mir bisher berichtet wurde. Kann man eigentlich auch, ja. Gerade schätze ich die Situation ein bisschen anders ein. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. General, das Problem ist, dass das Wort, auf das man sich verlassen kann, auch eben eingetreten ist, als der Typ gesagt hat, dann tu das doch. Und auf mein Wort kann man sich verlassen. Ja. Ich hatte nun leider die falsche Priorität. Ja. Irgendein Russe? Oder irgendwer, der ihnen versucht, den Arsch zu retten? Wenn er mal wieder irgendwo auf dem OP-Tisch liegt. Ich verstehe schon. Machen Sie sich keine Sorgen um sich und Ihre Leute. Wir werden Sie natürlich weiter behandeln. Aber Ihr Wort werden wir aktuell eher anders einschätzen. Den Rest sollten wir mit der Justiz klären. Das respektiere ich. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Direkt den ersten. So. Oh, ja, hallo. Ich nehme direkt den zweiten. Ja, supi. Ich guck mir das hier von draußen an. Sie schaffen das schon. Ist das ein verficktes Einhorn? Ich bezweifle es. So, dann nehme ich mal die Handchen hier ab, Einhorn. Ja, danke schön. So, so, ach, endlich frei von dieser Maske. Hi, DC, grüß dich. Scheiße, Tucker, bist du das? Ja, ja, hi. Neue Frisur, hä? Huh? Ja, geht das auch leiser in diesem Revier? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Boss. Verdammte Scheiße. 10-4. So, dann erledigen Sie mal Ihre Arbeit. Ma'am, Sir, wenn Sie bitte mal sich, erstmal bitte den Ausweis, Ma'am, Sir. So. Tucker Jones. Wieso habe ich den Namen schon mal gehört? Die letzte Stelle des LSPD, mein Name ist Williams, hallo. Ja, so. Kann es sein, dass ich schon mal gesehen habe? Das kann sein, ja. Okay. Moment mal, sind Sie nicht auf OnlyFans? LonelyFans, meine ich? Oh. Nein, Big Timmy. Ja, dann müssen Sie noch bitte nochmal durchsuchen. Ich hoffe, Sie haben keine Gegenstände dabei, die vibrieren oder elektronisch sind.
Mein Gott. So, was haben wir denn hier? Notiz. Oh, 10% Gutschein bei East Coast Tattoos. Ist es so eine Miniatur-Handy-Klappstuhl? Das ist der scheiß Krastenburg, Alter, fällt mir gerade auf. Okay, okay. Sie haben gleich viele Zigaretten dabei. Kann es sein, dass Sie eine gewisse Sucht haben? Oh mein Gott, das ist der Krastenburg. Ich denke gerade, woher kenne ich den Wichser denn? Bin Freund. Okay, okay. Was ist mit dem mit der Cola? Ist die aus Light? Ja, okay. Da müssen Sie aber aufpassen, nicht das jetzt zu nehmen. Sie haben, was sind das hier für Tabletten? Also, deswegen leicht. Und diese blaue Pille? Ha! Also steht auf der Verpackung. Ja. Yeah. Achso, okay. Gut, Sie haben ein Dampfgerät mit dabei, wie ich sehe. Dann werde ich mal Ihre weiter ein bisschen rum gucken. Ob ich da irgendwas finde. Ja. Was haben die mir das Handy abgenommen? Was ist das Ding hier? Dieses Metallding? Wenn ich hier vorne hinfasse? Die Leitstelle LSPD Williams, hallo. Achso. Sie haben es erweitert? Ja, okay. Ja, gut. Achso, die Pistole nehme ich mal ab, die lege ich vorne auf den Tresen, die können Sie dann mitnehmen. Ja, okay. Gut, dann können Sie die Händchen wieder runter machen und dann viel Spaß mit dem Zellennachbar. Wollen Sie zufällig in eine Zelle? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum denn? Weil ich gerade jemanden getötet habe. Achso. Gut, dann dürfen Sie doch hier drin bleiben. Ja. Können Sie den Herrn vielleicht mal in die Zelle nach hinten bringen oder gleich in den Verhörraum, dann kümmern wir uns gleich drum. Ja, okay. Das heißt, kommen Sie bitte mit in die Zelle nach hinten in den Verhörraum. Nicht der. Ach so. Er. Ja, okay. Wir wollen ja nur Ruhe haben. Nach hinten in den Verhörraum. Irgendwie. Keine Ahnung, warum. Ja, die sieht man sich. Boah, ist wieder ein Chaos hier. Bis dann. Na? Was machst du hier? Hey, keine Ahnung, es war unten irgendwie alles offen. Wir wollten mal gucken. Alter, das ist kein Raufkopf. Geht raus hier, Alter. Aber was ist mit euch? Ist alles okay? Jesus Christ. Alter, die Leute. Ja? Ach du Scheiße, tut mir leid. Wie hey. Sie? Ich habe die Jungs nicht, dabei. Ich habe ja, die Jungs nicht reingerufen, aber die sind da irgendwie. Glaube ich dir. Ja. Nichtsdestotrotz übernachtest du heute in Prison. In welchem hier? State Prison. Alright. Unten im Ding hier, ne? Was sagte der Staatsanwalt? Gefahrenverzug, Verdunklungsgefahr, tralala, schieß mich tot. Verdunklungsgefahr bei mir? Ja, das Ding ist folgendes. Deine Jungs wissen das schon, wie es dem Herrn da drüben geht. Ist er tot? Und, ich habe gefragt, ob er tot ist. Er steht mit 15 Schläuchen und die goldene Stunde läuft. Alright. Wir wissen das noch nicht, mit anderen Worten. Hm. Deine Jungs wissen das jedenfalls. Dass er noch an den Schläuchen ist. Und er ist jetzt leicht. Ne? Gefahrenverzug, dies, das. Ja. Da müssen wir dich wegsperren. Alles klar, Mann. Ja, und morgen gibt es dann direkt die Verhandlung. Ja, das macht der District Attorney hier. Ich wollte dich nur informieren. Genau. Aus diesem Grund werden wir jetzt halt erstmal morgen eine Anklage des versuchten Mordes gegen die Person halt. Außer es stimmt noch heute Nacht, das ist noch nicht offen. Ja. Genau. Also momentan ist es noch der versuchte Mord, allerdings ist der Versuch der Tat gleichzusetzen. Hier. Yeah. Und aus diesem Grund, ja. Ich weiß nicht, ob Sie einen Anwalt in sich nehmen wollen, ob Sie einen Anwalt haben. Ich brauche keinen Anwalt, Alter. Okay. Wie gesagt, dann werden Sie jetzt erst ins State Prison kommen und dann wird morgen Abend gleich die Verhandlung erfolgen. Alles klar. Dann mache ich den Transport ready und ich frage vorweg, Essen, Trinken genug da? Auch ein bisschen Alkohol? Ich habe
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt über Nacht ist und morgen den ganzen Tag, weiß ich nicht. Gibt's da denn jetzt Essen und Trinken drin? Ja, tatsächlich. Alright. Ja, dann wird's schon gehen. Gut. Dann würde ich sagen, oh, der Flachmann ist mir runtergefallen. Ich wünsche euch was. Bis gleich. Setzt ihr die Verhandlung so gegen 22 Uhr an wahrscheinlich? 21 Uhr? Ja, zwischen 21 und 22 Uhr. Wir haben vorher eine Verhandlung. Danach würden wir direkt dann die Verhandlung mit Ihnen machen. Alright. Na? Weiß ich Bescheid. Wieso? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich habe Sie bisher immer als eine sehr korrekte Person kennengelernt. Habe ich Sie erklärt? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, warum Sie von Ihren Prinzipien so weit abgeschritten sind. Ich streife euch hier gleich mit abfertigen, wa? Den Wichser da. Das, wie gesagt, Ihre Prinzipien waren bisher immer, und das haben Sie mir auch immer wieder gesagt, dass Sie halt die Fäuste für Ihre Sachen benutzen. Mr. Burnham? Ticken die alle noch richtig, dass sie sagen jetzt, wir hätten was damit zu tun, dass der Wichser den anderen Wichser abgeknallt hat? Was? Dass ich den allein gelassen hätte deswegen? Dass ich den erlaubt hätte durchzugehen? Nein. Das ist nicht der Fall. Geht's hier noch ganz genau? Ich glaube, das ist ein Hier hat keiner mich durchgelassen oder so, das gebe ich auch zu Protokoll. Ich krieg gerade hier Anrufe von wegen, ja, wir haben hier jemanden durchgelassen. Was geht denn hier ab? Ja, wir wussten nicht mal, warum der im MD ist. Nein, Herr Spencer, machen Sie sich erstmal keine Gedanken. Ich fahre gleich ins Krankenhaus und nehme alles auseinander. Ich sag's Die sind auch ziemlich außer sich. Gerade die Situation ist für die sehr verwirrend. Die sollen ihren Bums da mal in den Griff bekommen. Das Problem so ein bisschen ist, dass das für die, die müssen das jetzt auch erstmal aus ihrer Sicht erstmal erklären, was da passiert ist, wie dies sein kann. Dass Herr DC halt da in die Zelle gekommen ist, beziehungsweise nicht in die Zelle, beziehungsweise in das Zimmer des Personen. Ja, ich sag Ihnen das, Sie haben ja die ganze Zeit gefragt, wieso und so. Und das hat was damit zu tun, dass man sich halt als Beamter, das kann ich verstehen, Alter. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche komischen Geschichten von Officern, wenn ich sie mal treffe. Ja, hier, keiner nimmt mich ernst, dies, das. Das wird auf der Straße anders geregelt. Und Sie haben vollkommen recht, bis zu diesem Zeitpunkt erhebe ich keine Waffe gegen irgendjemanden, aber ganz besonders mit Fokuspunkt gegen niemanden von der Polizei. Und darum geht es auch. Diese Leute hier sind unterbezahlte, wahrscheinlich überqualifizierte, in der Privatwirtschaft viel besser verdienende Leute, die sich aus unerklärlichem Grund dazu entschlossen haben, dass ihnen Vaterstaat jeden Tag die gleiche Uniform auslegt. Warum sollte ich denen denn... Sagen Sie, Mr. Burnham, bitte mal, was Sie mich gefragt haben, was Sie dachten, warum ich da bin. Ich dachte, dass Mr. Spencer vor Ort ist, weil irgendwas mit dieser komischen Raubüberfall-Dings war. Also der hat da rechts, da war er daneben, neben dem Typen. Ich habe ihn gefragt, warum ist er hier neben dem Typen von den ehemaligen oder den Typen, weiß ich nicht, der da liegt, war so ein Raubüberfall. Und deswegen war die scheiß DTU da. Zumindest ist das, was sie mir gesagt haben. So, ich denke, damit ist genug. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. Also das war gleichzeitig, das war so ein Typ in schwarze Klamotten. Ja. So. Das Problem ist, dass das MD gerade... Ja. Die kommen mit der Situation halt auch nicht so ganz klar. Und da sind gerade ein paar Behauptungen gegen halt Officer aus ihrem Department halt. Die Officer haben da gar nichts mit zu tun. Was sollen die machen? Mich zusammenschlagen und da rausschleifen, wenn ich denen sage, dass ich nichts mache? Ich habe denen halt angelogen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich gelogen habe, aber an dem Punkt, an dem ich meine Kontenance verloren habe oder meine Beherrschung, und das passiert oft, habe ich halt das eine Wort gegen das andere Wort abgewegt. Und das eine Wort, was ich gemacht habe, war, dass ich da niemandem was antue. Und das habe ich nicht irgendwelchen Officer versprochen, sondern dem MD. Und dafür habe ich mich gerade auch schon entschuldigt. Beim MD. Ja? Und habe die Konsequenzen eingefordert. Das hat mit den Officern gar nichts zu tun. Ja, ja, im Endeffekt kümmert sich da sowieso die Richterschaft bei sowas um. Also ist mir das egal, dem District Attorney eigentlich auch. Naja, aber Sie wollten wissen, wieso. Vielleicht, wenn... Ja. Ja, wie gesagt, das so mit. Ja. Nun gut. Dann ist alright. Dann kommen wir mal kurz rein. So. Anstellen? Genau. Right. Ja, kleiner Mann, wir sind schon da. Oh, Moment.
Jetzt mal ein bisschen abtasten da. Hier. Geben Sie mir mein Handy wieder, kann ich das behalten? Das wird Ihnen im Prison sowieso abgenommen, aber wir haben mittlerweile eine funktionierende Telefonzelle. Fuck, ich erlaube Ihnen aber gleich ein paar Nummern auf Ihre Hand zu schreiben. Ja, besser wär's. Ja, ja, dann machen wir schon. Okay. Vielleicht, ich löse Ihnen nochmal die Handschellen. Lassen Sie es vielleicht direkt mit hier machen, ne? Ich überlege gerade, ob Sie mir einfach Ihre schönes Bier da, Ihre kleine Flasche geben, ne? Dann kann ich Ihnen das beim Prison nochmal zurückgeben, bevor der Wärter da alles mitnimmt. Ach, scheiße, ja? Das stimmt. Fuck meine ganzen vielleicht Zigarren. Cleverer. Warten Sie kurz, ich habe ein bisschen was. Ja. Warten Sie kurz, ich habe noch... Nicht das hier. Okay. Ich gehe dann mal nach oben. Ja, danke Ihnen. Ja. Oh, da ist mir noch was runtergefallen. Oh, da fällt mir so viel. Ach, das ist ja unangenehm. Wir haben einen guten Geschmack. Es steht zufällig alles bei mir im Büro. Ne? Ja, besser ist auch. So, kann ich kurz in mein Handy gucken und Nummern aufschreiben? Ja, ich gebe ihm mal einen Stift. Moment. Voll hier. Schreiben Sie einfach auf die Hand am besten. Und Ihre Jungs sollten da mal keine Fotoshooting mit unseren Polizeiautos machen da. Jesus Christ. Gehen vorm Revier und posen auf den Autos rum und machen Bilder. Ich glaube, hab keinen Bock, die jetzt festzunehmen. Ja. Dann schleusen Sie die doch weg. Ich mach das gleich, wenn wir rauskommen. Ja, ich hab schon hier Herrn Kasalek mit dem Schlagstock hingeschickt. Mach das schon. Ich habe dem Russen gesagt, wenn er ein scheiß Problem hat, soll er sagen, worum es geht. Und dann nehme ich den Wichser mit. Er hat den ganzen Tag von Hurensöhnen geredet. Und dann habe ich gesagt, dann, ja, jeder Mann ist des eigenen Glückes Schmied oder irgendwie sowas ähnliches, ne? Und insofern, ich hätte schon erwartet, dass sie ihn vermutlich nochmal da umprügeln. Aber umschießen ist dann doch schon ein bisschen zu weit, was? Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Aber, Patterson, das, was ich machen kann, ich kann auf das, was Sie da tragen, einfach scheißen. Hm. Ich lebe halt mit den Konsequenzen. Das ist die Art von Prinzipien, die ich von Ihnen auch bisher so immer erlebt habe. Ja? Dass Sie eigentlich immer zu Ihrem Wort stehen. Und, ja. Die Konsequenz bereit sind zu tragen. Die trage ich jetzt auch. Okay. Dann lege ich noch schnell Handschellen an und dann fahren wir rüber. Jupp. Yep. Wie sieht es aus? Lebenslang oder was? Untersuchungshaft und morgen Gerichtsverfahren. Achso, ich habe schon gedacht, das ist schon erledigt. Ja, wunderbar. Ja, naja. Also. Wir sind doch in keiner Bananenrepublik, wo es keine Richter gibt, die keinen Untersuchungshaft anordnen. Wo kommen wir denn da hin? Sicher, ganz ehrlich. Ja. Ich hab da schon Verhältnisse in anderen Staaten gehört, will ich Ihnen nicht erzählen, ne? Besser ist es. Ja. Ah, da ist ja der Bus. So, macht mal bitte keinen Blödsinn. Ich rufe euch an, ich habe ein paar Nummern aufgeschrieben. Morgen ist Verhandlung. Soll ich mitgehen? So. Abstand halten, aber ganz zügig. So, winken Sie nochmal. Nochmal schön winken. Winke und dann Abmarsch, wa? Wir fahren mal hinterher, wa? Ja. Ich nehme den Officer hier mit. Ja, genau. So, bitte einmal den Wagen hier räumen. Ich nehme den anderen. So. Wagen mit der Sprengung. Mach keinen Blödsinn, Ronny!
dreht hier. Scheiße, Patterson, fahren Sie das selbst? Oh, ich war schon lange nicht mehr in diesem Bus. Ja, ja, ja. Schon. Ach du Scheiße. Ja, wir haben keine Leute mehr. Wir sind alle in Feierabend. Oder im Urlaub oder sonst irgendwas. Waren Sie mal Busfahrer? Sie können das echt gut. Vielleicht in einem anderen Leben wie Sie. Vielleicht in einem anderen Leben. Wichser vom Angel of Death haben wir heute auch zusammengewichst. Ja, Gott sei Dank. Das sind wirklich Wichser. Ehrlich, oder? Ja, also, mit denen habe ich auch noch ein persönliches Problem. Dieser Press von denen hat mir aufs Maul gehauen. Kriegt er noch zurück. Ich habe ihn auch mal aufs Maul gehauen. Ja, da habe ich mich aber schon revanchiert mit dem Schlagstock letztens. Ach, scheiße. Von Krastenburg Tower. Mein Gott, lang ist's her. Helf ihr mal raus? Ja. Yep. So. Gut, dann nehme ich Ihnen erstmal die Handschellen ab. Ja. Alright. Wo gibt's jetzt hier was zu essen? Zeige ich Ihnen gleich. Machen das hier nur mit dem Wärter schnell fertig. Ich habe jetzt gehört, Gerichtsverhandlung morgen zwischen 21 Uhr und 22 Uhr. Okay. So. Kommen Sie mal ran. Dann packen Sie mal alles hier schön in die Tüte rein. Ja. Yeah. Ja, ist dann. Oh, wunderbar. Gut. Dann ist das jetzt erstmal erledigt. Haftzeit ist angetragen. Dann gibt es noch hier eine Verpflegungstüte. Ja. Schmatzt denn da so? Ich bin ein bisschen traurig, war für Mittwoch, weil ich habe jetzt gedacht, jetzt alles nicht erledigt jetzt, aber ja, verschissen war. Wie, was bis Mittwoch? Achso, ja, sehr gut, optimal, sehr gut. Wir haben noch Dienstag ausgemacht, Bryce. Wie, war Mittwoch? War Dating-Tag oder nicht? Naja. Dating-Tag? Vielleicht ist es auch nur, dass ich erinnere. Ja, aber wenn du glaubst, dass das dafür sorgt, dass das Date ausfällt, dann hast du dich enttäuscht. Ja? Hm. Ich werde das Rex nicht absagen. Was für ein Date? So. Lassen Sie die Männer doch einfach mal ihrer Lust freien Lauf geben, Arthur. Kollegium. Also, ein Captain of Police datet doch hoffentlich keinen Mörder. Nein, ich meine Rex, Arthur. Ach so, Rex. Hat doch gar nichts damit zu tun. Oh Gott, haben Sie einen ekelhaften Geschmack. Da kommen Sie mal mit. Ach so. Suchen doch Ihr Essen. Bin gleich wieder da. Ihr habt noch eine warme Stube, wa? Ach so, können Sie mal die Telefonzelle da vorne testen? Ah ja, okay. Moment. Ich hab auch praktisch neben dem Fass da, wa? Ah ja, geht. Sehr gut, das ist wichtig gewesen. Ne? Da hatten wir mal technische Probleme mit dem Ding. Irgendwie ja, nicht sieht auch echt nicht so Netz. Neu aus. Kommt aus. Das Gelicht wäre ja auch nicht verkehrt. Ne? Oh. Dafür ist hier das ganze Licht. Verdammte Scheiße. Hier irgendwo im Aufenthaltsraum müsste eine Tasche sein. Ah, da sehe ich sie schon. Mit reichlich Essen. Die haben natürlich das klassische Fleisch aus der Dose, glaube ich. Und ich guck mal.
Ja. Also ganz ehrlich, hier ist mehr Luxus als bei uns im MPD, wa? Das sind nur Pancakes. Ach, das ist eine Steigerung. Na gut, wird reichen. Fantastisch. Ja, dann. Ja. Ja, bis morgen. 20 Uhr hole ich sie ab. Ja, 20 Uhr wird schwierig. Ich schlafe immer so lange. Also so 21 Uhr wird wahrscheinlich eher. 21 Uhr, na dann weiß ich Bescheid. Ja, ja. Jetzt schlafen sie aus. Und? Morgen. Ich komme noch mit nach vorne und sagen sie auch nicht Tschüss, dann ist das so unangenehm, wenn man so laufen muss, wissen sie? Ja, da ist was dran. Es ist wirklich unangenehm. Ja, sehen Sie? Da sind Sie schuld. Ach ja. Die und Rex ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Also jetzt habe ich gerade diesen. Also jetzt habe ich gerade diesen einen Lulatsch hier wieder weggeschickt. Ich habe doch gesagt, ich komme wieder. Ach so, na, das habe ich. Na gut. Hat der wollte sich noch stellvertretend für einen Rest der Truppe von Ihnen verabschieden. Das habe ich ihm so zugesagt, aber jetzt ist er halt wieder weg. Ha? Also Loyalität wird anscheinend ganz klein geschrieben bei Ihren Leuten. Ha? Naja, gut, dann Grüße. Ha? Ja, gewöhnen Sie sich dran. Sie sind erst Praktikant bei der Polizei. Na gut. Gute Polizeiarbeit. Kleiner Wichser. Hey Silver, ich rufe gerade von der Telefonzelle an. Ja. Der hat dich zwar weggeschickt, aber ich habe morgen zum Gerichtstermin werde ich so gegen 9 Uhr abgeholt. Ja, wunderbar. Weißt du Bescheid, ne? Und das geht hier, also das, was ich gerade schon gehört habe, Alter, die reden von lebenslänglich, Mann. Oh, scheiße. Ja, müssen wir mal gucken, Alter. Ja, müssen wir gucken. Wir geben unser Bestes. Brauchst du einen Anwalt? Boah. Jetzt, wo die lebenslänglich gesagt haben, dann denke ich auch doch. Was ist mit dem von Falkenhof? Wir kümmern uns morgen drum. Alles klar. Okay, bis morgen. Lost forever lost. So sieht's aus. Grüß den Rest von mir. Alles gut bei mir. Mach ich. Bis denn. Bis dann. Falls lebenslänglich, kannst du mit uns Lost Ark spielen? Oder wenn das lebenslänglich wird, sollten die alle die Hände falten und hoffen, dass Vincent Kreuzfeld ein bisschen dauert, bis er einreist. Falls das lebenslänglich wird, sollten die alle die Hände falten und beten, dass es ein bisschen dauert, bis er kommt. Ladies and Gentlemen, es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war sehr unterhaltsam. Und so schreiben wir Geschichte. Ja, also so schreiben wir Geschichten. Das ist ein Geben und Nehmen. Und jetzt habe ich gegeben und jetzt nimmt der Rest. Mal schauen, wie das gespielt wird, was die machen. Ich rechne ehrlich gesagt so ein bisschen damit, dass die DTU sich noch einschaltet, weil sie so eine kleine Benutzer-Idee haben, so von wegen, wir können den noch gebrauchen, der sollte vielleicht nicht lebenslänglich ins Gefängnis gehen. Das hat sich alles so ein bisschen angedeutet, wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Morgen haben wir einen Assassin's Creed Placement von 18 Uhr bis 20 Uhr und wenn wir das durchgemacht haben, gibt es ein Pommes der anderen köstlichen Art und Weise. Bis morgen, Leute.